Meine Liebe. Meine stille Liebe. Zeigst du mir den Himmel? Du bist doch mein Lehrer zur Befreiung, zur Freude. Stand heute im Textbuch. Zeigst du mir den Weg? Ich kann ihn nicht alleine gehen. Ich brauche Hilfe. Und ich gehe doch davon aus, dass du auch willst, wie Gott will. So wie ich auch. Da will ich mich doch darauf verlassen können. Dem will ich doch vertrauen. Ich will mich doch darauf verlassen können, dass ich mit dir eben keine Umwege mehr gehe. Der Weg zu Gott oder mit Gott ist doch geradewegs. Mögen wir auf Gottes süßes Gemahnen hören. Gottes Willen tun und Gottes Willen geschehen lassen. Gottes Macht ist unser. Gottes Stärke ist unsere Stärke. Und Gottes Wille will durch mich, durch uns geschehen. Ist ja ein Wille. Ein klarer Geist. Ich sage einfach ja. Und ich muss gar nichts wissen. Nichts verstehen. Ich kann mich einfach hingeben. Ich schmeiß mich ganz entspannt in die Arme Gottes. Yippie! Freudensprünge. Weil ich will, wie Gott will. Und Gott liebt mich so total. Und mein Lernen ist, das genauso total zu erfahren. Mit dir, mit all den Brüdern, die mit mir gehen. Du bist ja Teil von mir. Und die Unschuld bringt so schöne Blüten hervor. Das wollen wir doch zusammen schauen. Wir wollen gemeinsam durch das Paradies schlendern, mit Gott in unserem Geist. Der glückliche Traum. Das ist möglich durch unseren offenen
ewigen, weiten, stillen Geist, der uns gegeben ist. Jetzt. Diese Idee, die du hier siehst, dieses Bild, muss zusammenschrumpeln. Lass dich anweisen durch den Heiligen Geist. Du bekommst deutliche Ansagen, darüber hinaus zu schauen, dich eben nicht mehr zu täuschen. Und darin klar und konsequent zu sein. Ja, ich will das. So gut ich eben kann, so gut es mir möglich ist. Ich bin bereit, den Schleier lüften zu lassen, vollständig. Und umso mehr Anteile da mitgehen, umso leichter ist es. Das Klagelied verstummt, der vergessene Gesang taucht auf. Hörst du? Wie will denn Gott? Was ist der Wille Gottes für dich? Wie schaut Gott auf dich, auf dieses Licht? Er sieht ja nicht diese Figuren. Ich habe genauso zu gucken. Na, heute soll ich die Brille der Vergebung aufsetzen, ne? Die Vergebung bietet alles, was ich will. Naja, ich brauche sie ja nur hier, ne, auf dieser Wahrnehmungsebene. Irgendwann brauche ich sie nicht mehr. Die Idee Vergebung zeigt mir ja nur, dass ich mich immer noch mit dem Körper hier identifiziere. Ne? Dass ich mich eben auf einer Wahrnehmungsebene herumtreibe, die es gar nicht gibt. Das gibt es nicht. Das hier ist alles nichts.
glaubst du mir nicht, dass dieses Nichts nicht nichts ist? So nichtssagend. Und wir verwenden ganz schön viele Worte, ne, für das Nichtssagen. Wird ganz schön viel erklärt. Viele Theorien. Fällt uns schwer, still zu sein, ne? Still zu werden, wirklich still zu sein. Die Ruhe im Geist wahrzunehmen. Da piekst immer noch eine Idee von Angst, ne? Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe, Bruder, ich brauche deine Hilfe. Ich kann nicht den Weg alleine gehen. Auch wenn jetzt die Brücke der Vergebung übervoll ist. Aber sie wird nicht zusammenbrechen. Mit Gott in meinem Geist kann es keine Katastrophen geben. Mit Gott in meinem Geist kann es keine Angst geben, keine Bedrohung. Mit Gott in meinem Geist gebe ich Sicherheit und Schutz, Geborgenheit. Reiche ich meine Hand. Ich reiche sie immer mir selbst, weil alles, ja, ich bin, Teil von mir ist. Immer wieder nur eins Gesinde. Eins, eins, eins. Die Einsicht. Ein Gesang, ein Klang, ich kann nur rufen, bitten, hey, mögen wir unseren Geist weiter öffnen, noch weiter. Möge ich zurücktreten mit meiner Idee von mir, sage ich immer wieder. Muss es immer wieder nochmal hören. Die Welt liegt mir doch zu Füßen. Es ist doch die Welt, die ich gemacht habe. Ich bin doch Führer. Weil ich Erlöser bin. Der Heilige Geist weist mich an, Führer zu sein. Genauso wie dich. Das jetzt geschehen lassen. Geschehen lassen. Durch deine Bereitwilligkeit, durch deine Offenheit, durch dein Wollen für Gott. Und es fließt mehr und mehr in deinen Alltag hinein.
Vergebung bietet alles, was ich will. Mir steht die Welt offen. Mit Gott zu sein, ist wie ein Love Song. Ist wie ein Liebeslied. Gott spricht mir beständig von seiner Liebe. Zu mir, zu dir, zu seinem Sohn. Gott ist nur Liebe. Und ich bin es auch. Und seine Liebe tröstet permanent. Schenkt mir Vertrauen, Kraft, Stärke, Zuversicht, Licht, Licht, Licht. Entschlossenheit. Klarheit. So eine tiefe Ruhe und Stille. Mit sich, mit allem, in Frieden zu sein. Die Idee Urteil gibt's nicht. Der Sohn Gottes kann nicht urteilen. Es gibt keine Waffen. Mit was könnte irgendwas geteilt werden? Du gehst den Weg der Liebe. Wir gehen den Weg der Liebe. Gelassen, heiter. Frohgesinnt. Frohlockend. Weil Gottes Wille geschieht. Durch mein Ja. Ja, ich will. Der heilige Altar.
Leuchtet. Es ist so still. Es heißt doch, ich ruhe in Gott. Hast du nur in Gott geruht, als die Lektion dran war? Vor einigen Tagen? Ist da jetzt ein Unterschied zu jetzt? Kannst du jetzt mehr oder weniger in Gott ruhen? Das entscheide ich, ne? Und ich bin doch, wie Gott mich schuf. Wie hat er mich denn erschaffen? Doch nicht mit Streubomben in der Tasche. Treten ihn. Nicht mit Klageliedern. Nicht mit Geheule und Zähneklappern. Daran erinnere dich, wie hat Gott dich erschaffen? Ich bin wie Gott mich schuf. Bist du, wie Gott dich schuf? Das ist mein Lernen, ne? Da genau hinzuschauen. Wo verarsche ich mich noch selber? Wo füge ich mir selbst noch Schmerz zu oder Leid? Nur die Wahrheit ist wahr. Nur die liebevollen Gedanken. Alles andere muss ich dem Heiligen Geist übergeben. Diese Todesgedanken, sie sind nicht wahr. Und lerne, wie dich das erhebt, wenn du es wirklich bleiben lässt, was es mit dir macht. Erfahre dich. Heiligkeit und Herrlichkeit. Stille Ruhe. Es wird dir alles gezeigt. Du gehst über diese Idee von Gespaltenheit hinaus. Die Idee von zwei Welten, von Dualität, Polaritäten, was auch immer. Yin-Yang. Alles Spielerei meines wahnsinnigen Geistes. Ich muss damit aufhören. Ich bin eins in Gott. Punkt. Du hörst die klaren Worte. Jetzt geht es für mich nur noch ums Üben, Praktizieren, Aufzeigen. Wo auch immer ich bin.
auch wenn ich scheinbar mit mir alleine bin. Ich bin doch nie alleine. Wie kann ich mich in das stille Kämmerlein zurückziehen und Todesgedanken hegen? Bruder, wach auf. Lass das sein. Lass es einfach sein. Entscheide dich immer wieder neu für Gott. Bemerke den scheinbaren Fehler und hey, ja Gott, da bin ich wieder. Grüß Gott. Das ist eine Entscheidung. Auch nachts, wenn du nicht schlafen kannst oder wenn du morgens aufwachst. Sei nicht mehr umtriebig durch dein altes Denksystem. Das ist nicht das wahre Leben. Mach das nicht mehr an deinem Körper fest. Das Ego liebt diese Gefühlsduseleien, diese Wallung, Hochanspannung, Zittern, was weiß ich, Schweißausbrüche. Verliebtheiten, all diese Spielereien. Ja, alles zeigt sich so schön im Körper. Das bin ich aber nicht. Ich will mich nicht mehr selber irritieren und täuschen. Ich bin reiner Geist. Ich habe mit diesem Körper gar nichts zu tun. Aber hier in diesem Traum ist die Ansage, ihn zu nutzen im Namen des Vaters. Nur das ist mein Lernen. Ich will das lernen. Ja, ich will, wie Gott will. Gott ist ein Wohlgefühl im geistigen Sinne. Es dehnt sich aus in meine Welt. In alles. Neues Fühlen. Lichterfahrung. Einzig Licht. Und du bist voll da. In diesem gegenwärtigen Moment. Da, wo Gott dich braucht. Dissoziation, Abwehr, Verdrängung, das alles ist nicht von Gott. Nicht kommunizieren können, das ist alles nicht wahr. Nur die Wahrheit ist wahr.
Wir lernen das gemeinsam. In so einer Ruhe, ne? Es geht nur langsam, Schritt für Schritt. Ewige Geduld. Ich brauche die Ruhe in meinem Geist. Sonst gehe ich so schnell über alles hinweg. Still stehen bleiben in meiner Welt. Das ist das, was wir lernen, miteinander. Ich genauso. Ich bin kein Deut besser. Ich bin ja du. Aber es fällt immer weniger ein Urteil, wenn ich sehe, dass ich urteile. Ich sehe es einfach nur als das, was es ist und lasse es ziehen durch den Heiligen Geist. Halte mich nicht mehr damit auf. Ich schaue immer weniger zurück. Es gibt keine Vergangenheit, ne? Vergiss das nicht. Die Story muss vorbei sein. Jetzt schaffe ich mir immer die gleiche Zukunft, ne? Ich bin freier, reiner Geist. Gottes Sohn kann nicht urteilen. Nur Gott wirkt durch mich. Das erhebt mich und erhält mich. Das zeigt mir die wahre Größe. Das Wunder, dass ich für Gott bin, dass wir für Gott sind, indem wir seine Funktion übernehmen und erfüllen, das, was er uns gibt, es weiterzugeben. Den Auftrag zu erfüllen. Der Geist Gottes stillt mich, nährt mich. Und ich lasse das geschehen. Deshalb heißt es ja, geh in den Frieden. Mit Gott kannst du nur im Frieden gehen.
Also zeigst du mir jetzt den Weg zum Himmel? Meine Koffer sind schon gepackt. Wann geht's los? Also mein Auto ist bereit. Das braucht Hilfe, das schwächelt manchmal. Das braucht Verstärkung. Bist du Verstärker? Bist du Verstärker für Gott? Der Heilige Geist braucht dich. Als Verstärker. Gott braucht dich ebenso, ne? Lese mal etwas vor. Ich schreibe ja immer wieder einfache Gebete, was einfach nur die Erinnerung an Gott. Das Wort Gottes, das durch mich gegeben werden will oder gehört werden will. Was wieder ein Ruf. Heiliger Bruder, empfange heute Gottes Wort. Jetzt. Wann ist heute? Jetzt. Empfange heute Gottes Wort in der heiligen Stille seiner Gegenwart. Du wirst dort die Vollständigkeit der Heiligkeit Gottes empfangen. Sieh dich in dieser Vollständigkeit und Heiligkeit, in dieser Lieblichkeit. Schau dich, wie Gott dich schaut, voller Liebe. Und das spiegelst du einfach wieder in deine Welt hinein. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Liebe ist in allem, was ich sehe, weil Liebe in meinem Geist ist. Einfacher kann es nicht sein, Bruder. Gottes sanfte Stimme spricht jetzt zu dir, zu uns. So erlösend, so voller Frieden, dass du dich ihm nur noch hingeben willst. Ja, ich will, wie Gott will. Und es geschieht. Du weichst auf. Die Ketten sind gelöst. Der Widerstand verschwindet. Du bist Gottes geliebter Sohn.
so lieblich erhalten, so vollkommen umgeben von seiner stillen Zärtlichkeit. Das spiegelst du wieder. An seinen liebenden Worten, die dich hinauf in den Himmel tragen. In mir. Der Himmel ist nicht da oben, kein anderer Ort. Das ist das Erheben, Erwachen, Erleuchten im geistigen Sinne. Auferstehung. Gottes letzter Schritt, das Emporheben. Du weißt das alles schon. Ich müsste hier eigentlich gar nicht sitzen und dir das sagen. Gott liebt dich. So wie du bist. Du bist seine einzige wahre Liebe. Du bist meine einzige wahre Liebe. Wir sind die eine wahre Liebe. Er ruft mächtig aus der Tiefe deines Geistes. Nur das ist die Wahrheit. Lass deinen Geist still werden, dein Herz offen sein und empfange seine stille Liebe. Jetzt. Sei einfach still und horche. Stiller, ruhiger Geist, der du bist. Und lerne jetzt, Gottes Wort zu hören durch den Heiligen Geist. Und das wiederzugeben. Und damit sind wir jetzt einfach still und ich lasse ein bisschen Musik laufen.